Ja, einen wunderschönen Moment hier mit uns heute. Ich habe heute die große, große Ehre, dass Ute Ulrichs bei mir im Podcast und auch im Video ist und wir uns einfach über ihre Musik unterhalten, vielleicht ein bisschen auch über die Weiblichkeit und einfach schauen, wo uns dieses Gespräch hinführt. Und in diesem Sinne möchte ich euch Ute Ulrichs, sie ist eine Sängerin. Ich weiß selbst noch nicht so viel über sie, doch wir werden jetzt vielleicht mehr erfahren. Und ich habe sie entdeckt vor einigen Jahren, nicht zufällig, weil es gibt ja keine Zufälle, wo ich wieder gesucht habe nach Musik für meine Events oder für meine Ausbildungen. Und da ist mir Ute Ulrichs vorgeschlagen worden. Und seitdem habe ich mich in ihre Musik verliebt und in jedes Wort. Denn das, was sie singt, ist mehr als Musik. Doch dazu werden wir jetzt einfach sie selbst fragen. Und so, liebe Ute, schön, dass du da bist. Danke, dass du ja gesagt hast und dass ich mich mit dir heute hier unterhalten darf. Oh, du Liebe, vielen, vielen Dank für diese schöne Einladung. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und auf alles, was kommen wird. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich habe eine Frage. Also das heißt, ich habe ja deine Musik sehr genau gehört, also beziehungsweise die Botschaft herausgehört für mich, die vielleicht ja für jeden eine andere ist. Und ich wollte dich einfach fragen, wie der Weg zu dieser Art von Musik und zu diesen heiligen Worten, ja, wie du geführt worden bist. Ja, eine Führung war es auf jeden Fall, gell? Ich bin einen echt langen Weg gegangen. Ich mache jetzt seit über 30 Jahren Musik, verschiedene Musikrichtungen etc. etc. Doch das Wichtigste dabei war einfach immer wieder die Innenschau. Ja, ich hatte einen Schicksalsschlag 1986, ich habe mein rechtes Auge verloren und als ich damals im Krankenhaus war, da hatte ich wirklich erstmal gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich habe so eine deftige Diagnose bekommen und gleichzeitig kam aber 86 das erste spirituelle Buch, Die Macht der Suggestion von Dr. Joseph Murphy. Und ich weiß noch, wie ich damals das verschlungen habe und alles in mir aufgegangen ist, weil ich gemerkt habe, wow, habe ich vielleicht mehr Macht, als ich es mir vorstellen kann? Was kann mein Geist alles erschaffen? Und ja, es ist, ich habe zwar das Auge verloren, aber es ist trotzdem gut ausgegangen plötzlich. Hieß es keine Metastasen, kein gar nichts mehr. Und das war der Beginn 1986, der Beginn der Innenschau. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Ich bin so ein Sherlock Holmes des Innenraums. Es interessiert mich einfach, warum wir hier sind. Und weil ich spüre, dass alles von innen nach außen geht. Und die Jahre sind vergangen. Ich habe viel Pop und Jazz und Soul und Funkmusik gemacht. Und mit 50 Jahren, also ja. Mit 50 habe ich den Wunsch bekommen, wie wäre es, wenn ich das, was ich alles so erlebt habe und erkannt habe und die Gedanken in Lieder fasse. Ja. Mein Kopf hat gesagt, du kannst nicht schreiben, wie immer so ein Ego halt ist. Es wollte mal reinkrätschen und sagen, das schaffst du eh nicht. Und dann hat es ein bisschen gedauert und dann habe ich einfach angefangen. Und so ist das erste Album 2012 veröffentlicht worden und mittlerweile sind es 5 Alben geworden. Ich hätte ehrlich, ich habe mir das nicht vorgestellt. Ich habe einfach nur gedacht, vielleicht will es irgendjemand da draußen hören. Vielleicht auch nicht, aber für mich war es so eine innere Therapie. Ich habe einfach gedacht, hey, das mache ich jetzt einfach aus dem Herzen heraus. Ja, und dann kam eine wirkliche, immer größere Resonanz, die mich einfach beflügelt hat, weiterzumachen, weil ich gewusst habe, ja, ich glaube, das tut den Menschen gut. Also auf jeden Fall, ich kann es nur bestätigen und wie schön, dass du genau nicht dem Verstand geglaubt hast, sondern wirklich deinem Herz und uns damit beschenkst und auch für dieser Innenraum. Ich bin ja auch fast süchtig nach diesem Reflektieren und Auseinanderklauben und schauen, was ist da noch mehr. Und ich finde, das transportierst du so sehr, weil zu Beginn meistens lasse ich das Lied spielen, ich entscheide mich. Das finde ich so, so wertvoll, weil es wirklich eine Entscheidung ist, wie du ja selbst auch gesagt hast. Und ich finde es auch so schön, dass du gesagt hast, mit 50, weil für mich ist es ja so, dass die Frau, also jetzt bleiben wir einfach bei dieser Weiblichkeit, in zwei Hälften eingeteilt wird. Die eine Hälfte gehört einfach, ja, diesem Aufarbeiten, diesen Kindern oder Familie oder dem Außen und die andere Hälfte
gehört ihr selbst. Und deshalb möchte ich dich fragen, wie das Lied Der Körper entstanden ist, weil ich finde, dass das ein Weltenthema ist, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und ob du uns dazu etwas erzählen kannst, weil es sicher dazu eine Geschichte geben wird. Ja, ja. Ja, das Thema Körper, wow. Also es begleitet uns ganz besonders, uns Frauen, das wissen wir. Ja. Der Blick in den Spiegel und schon kommt der innere Kritiker und er ist so hart, so hart. Und ich kenne diesen inneren Kritiker. Also es ist wirklich unbeschreiblich. Mit 20, weißt du, da stehst du vorm Spiegel. Der Körper ist vollkommen, wie er ist. Und der Kritiker sagt, na, das gefällt mir nicht und die Beine nicht und der Busen nicht. 20 Jahre später mit 40 wieder vorm Spiegel gestanden und der Kopf sagt, oh, wie siehst du aus? Früher warst du viel attraktiver. Und dann ist es mir klar geworden, er wird nie eine Ruhe geben. Egal wie alt ich bin. Er hat immer nur Kritik, Kritik, Kritik. Und ich habe mich dann einfach entschlossen, ich habe gesagt, ich höre jetzt auf damit. Ich höre auf. Ja. Dieser Körper, der hat mir schon so gedient, was der alles miterlebt hat. Was der wirklich schon mitgemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe ihm ein Liebeslied. Ja. Hey Körper, wie geht's dir jetzt? Und verzeih, ich habe dich viel zu oft verletzt. Und genau. Und es ist immer wieder eine, wir kennen diesen Blick in den Spiegel. Ja. Dieser Kritiker ist so unbarmherzig oft, ja, mit uns. Und es liegt wirklich an uns, diese Entscheidung zu treffen. Will ich damit weitermachen oder will ich aufhören? Fange ich jetzt an, diesen Körper so anzunehmen, wie er ist. Und jetzt bin ich 60 und ich bin mehr mit diesem Körper in Frieden, als ich es noch mit 20 war. Es ist wirklich, ja, ein Geschenk, wenn wir uns dafür öffnen, ja. Weil es ist niemand, der von außen, wir kriegen von außen immer nur das gespiegelt, was in uns selbst für Gedanken sind. Und ich habe einfach gemerkt, hey, will ich weiter diese Gedanken denken über mich? Die Macht, die Wahl habe doch immer ich. Es kommt keiner, der zu mir sagt, boah, du siehst so aus und so. Sondern es, ja, will ich es weiter nähren? Und dann habe ich gesagt, nein, ich höre auf damit. Danke dafür, denn damit hast du mir auch eine Therapie gegeben, denn ich finde, deine Lieder sind wirklich auch therapeutisch. Vielleicht war das überhaupt nie dein Ansatz, doch bei mir hat es wirklich was bewegt und im Grunde genommen auch bei vielen anderen. Und wenn wir mit unserem Körper nicht gnädig sind, mit wem wollen wir es dann sein? Und das ist für mich ein wunderbares Lied, also mit wirklich einer Botschaft, dass, wie gesagt, ich glaube, deine Lieder wirken bei mir einfach mehr wie Lieder und unterstrichen mit deiner so schönen Stimme, die für mich ja auch etwas sehr Kraftvolles hat, also einfach auch sehr, nicht das männliche, aber so, ich weiß, was ich da singe. Ich weiß, was ich erlebt habe und das gibt mir und auch vielen anderen Kraft und auch dieses Lied Lieb dich und leb. Und es gibt so viele von dir oder das über die Schule oder es gibt so vielseitig und das gefällt mir. Und gibt es ein Lieblingslied oder gibt es ein Lied, wo du sagst, damit möchte ich jetzt die Welt beschenken oder das ist immer noch etwas, wo ich merke, zeitaktuell zum Thema, dass das wirklich wichtig ist? Also ich mittlerweile, wie gesagt, mittlerweile sehe ich diese Lieder wirklich wie Therapie, weil sie werden auf sehr vielen Seminaren und ich kriege sehr viele Rückmeldungen, wo die Menschen sagen, hey, ich gehe gerade durch so einen Prozess, die Lieder helfen mir einfach, wieder bei mir anzukommen. Aber ich entscheide mich, dieses Lied hat so viel mit mir gemacht, dass ich manchmal auch geweint habe, während ich es gesungen habe. Lieb dich und leb. Es geht nur um die Liebe, ja. Wir sind nur hier für die Liebe. Also als ich das irgendwie erkannt habe, ich brauche einfach nur, es geht nur um die Liebe in mir und dann werde ich sie ausstrahlen und ich bringe sie in jede Begegnung mit rein. Jetzt habe ich ja vor wenigen Wochen das neueste Album veröffentlicht. Da ist ein Song dabei, da habe ich gedacht, oh, ob ich den live singen kann und der heißt Ich verzeih mir. Mhm. Und da habe ich gemerkt, Da komme ich echt selbst noch ab und zu in meine Prozesse, weißt du, ich kann nicht sagen, ich bin fertig. Ja, das wäre vollkommen übertrieben. Ja, ich habe auch meine Prozesse und es gibt Situationen, wo ich weiß, boah, jetzt werde ich gerade herausgefordert. Wie sieht's aus mit meiner Liebe gerade? Ne? Und ob es der Druck ist, den man uns gemacht hat, das ist perfekt sein zu wollen, den Anspruch, das nicht für uns einstehen und davon handelt dieses Lied. Und
ja, wir haben da ein Video aufgenommen und es alleine, wenn ich mir die vielen, vielen Kommentare darunter lese, die fast, ja, mal wieder fast nur von den Frauen sind, wobei ich weiß, dass die Männer auch immer mehr kommen und das macht mich echt glücklich, ja, und dankbar. Ja, und es sind die Frauen, die einfach so eine tief, so dieses Mangel, diesen Mangel in sich tragen, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht, etc. Und immer wenn wir einen Schmerz in uns tragen, dann ist auch gleichzeitig die Sehnsucht, diesen Schmerz zu beseitigen. Ja, also wir suchen dann, wer kann mir helfen, dass dieser Schmerz jetzt aufhört oder dass ich mir ihn mal anschaue näher. Und genau, dieses Lied, glaube ich, einfach wird auch helfen, mit sich weniger hart ins Gericht zu gehen. Ja, ich habe auch das Video gesehen, auf jeden Fall. Und es ist so schön, wie du sagst, die Liebe. Doch wir sind in einer Welt und natürlich auch in vielen spirituellen Kreisen wird von dieser Liebe und diesem Licht geredet. Doch ich glaube, nur die wenigsten haben verstanden, was das wirklich bedeutet. Weil ich darf mich auch lieben, wenn ich Kopfschmerzen habe oder wenn ich ein riesengroßes Problem vor mir habe oder auch diesen Anspruch abzulegen, dass ich irgendwann alles aufarbeitet haben muss. Das habe ich abgelegt vor kurzer Zeit, weil ich mir denke, nein, ich glaube, erstens wäre mir langweilig und zweitens denke ich mir, ist das auch wieder eine Illusion, weil wir sind ja hier, um uns zu erfahren. Und durch diese Botschaften in deinen Lieder, durch deine Stimme fühle ich immer so Himmel und Erde. Mhm. Weil es gibt ja viele, die auch sehr spirituell singen. Doch mir fehlt manchmal die Wurzel zum Leben, die Wurzel zu diesem Alltagsleben, weil Spiritualität findet für mich im Alltag statt, in der Zwischenmenschlichkeit. Wie kann ich Liebe aussprechen? Wie kann ich liebevoll handeln, wenn mich etwas triggert? Oder und das kommt mir vor, bei deinen Liedern hängen für mich so Wurzeln dran, die wirklich in dieses weibliche Bewusstsein gehen, doch auch für die Männer, weil ich glaube, die Männer dürfen wir jetzt nicht vergessen. Deshalb wäre es super, wenn du ein Lied auch über die Männer schreibst oder vielleicht gibt es auch eines. Weißt du was? Ja, mein neues Album heißt Ich verzeih mir. Es ist seit knapp 8 Wochen oder 6 Wochen und es ist ein Song dabei, der heißt Lieber Mann. Schau gerne mal rein, fühl mal rein. Dieses Lied ist wirklich... Es ist aus der Liebe heraus entstanden und ich habe gemerkt, wie müde die Männer sind. Ja, dieses höher, schneller, weiter funktionieren, die kennen es auch sehr, sehr gut. Und ich habe gemerkt, es geht nur noch auf Augenhöhe. Ja, es geht nicht darum, unter den Männern, es geht nicht über ihn, sondern es geht nur noch auf die Augenhöhe. Ja. Und die Männer haben genauso ihre Themen wie wir. Wir Frauen waren wahrscheinlich die Vorreiter, die einfach früher damit angefangen haben. Ja. Und genau, dieses Lied hörst dir gerne mal an. Es ist wirklich tief berührend. Genau. Und ich habe auch einen Song, der heißt Gutmensch, weil du jetzt nochmal gesagt hast, die ganze Zeit von Licht und Liebe reden. Also das macht so einen Druck auch. Klar, wir sind Licht, wir sind Liebe. Ja. Aber manchmal haben wir es eben vergessen. Und dann sind wir im Prozess drin und dann sagen, oh Gott, ich bin ja Licht und Liebe, ich sollte. Und davon handelt dieser Song Gutmensch, ja, wo es dann heißt, hast du nicht auch schon mal gelogen, ja, manipuliert und auch verletzt und dich still und heimlich aus dem Staub gemacht, weil dich der Mut verlässt. Genau, es darf einfach alles sein. Ich habe gemerkt, Wut tut gut. Ja. Wenn wir die als Mädchen nicht ausdrücken durften, weil sie nicht erwünscht war, dann lodert so ein Feuer, was so unterdrückt wird in uns. Und wir drücken das runter und dann legt sich die Depression drauf. Und ich glaube einfach, mal wirklich sein inneres Feuer zu spüren und es zu erlauben, boah, ich bin jetzt so wütend, ja, ich darf das sein, yes, sir. Das befreit unheimlich der Körper. Also ich habe das sehr oft schon erlebt. Der Körper wird ganz heiß, wenn er weiß, okay, sie erlaubt es sich endlich mal wütend zu sein. Das kann ich unterzeichnen. Ich kann sehr, sehr wütend werden, auch wenn ich ganz viel mit der geistigen Welt liebevoll kommuniziere. Und ich habe mir das viele Jahre nicht zugestanden. Ich wollte immer diese Wut loswerden, überall, wo ich hingegangen bin.
Ich merke, nein, das ist meine größte Schöpferkraft, die ich habe. Das ist mein Umsetzungstalent im Grunde genommen. Und ich glaube, dass wir Frauen eh so tickende Zeitbomben sind, wenn wir nicht endlich unsere Wut wirklich nach draußen bringen. Weil wir sind ja die, die vorausgehen, die gebären, die wirklich diesen Weg ebnen. Und deshalb ist das so schön, wie du sagst, Wut tut gut und sie setzt wirklich vieles frei. Und ich glaube, wir dürfen alles sein, wenn wir uns endlich zugestehen, dass wir alles sind. Da ist die Trauer dabei, da ist die Wut dabei, auch die Frustration. Und dennoch ist Liebe und Licht immer der Inhalt. Und genau. Das ist der Widerstand hält die Dinge immer aufrecht. Ne? Immer wenn wir sagen, oh nee, so ist's nicht. Oh nein, das jetzt auch nicht. Und dieses Gefühl schon mal gar nicht. Und auch nicht dies und jenes. Das hält immer das Leiden aufrecht. In dem Moment, wo ich sage, ja, ich fühle gerade, oh, Schuldgefühl, das alte Thema, ich fühle das jetzt einfach, ja, ich hole es in mein Herz, es darf da sein. Und schon ist auf einmal eine Ruhe da. Dieses Leid bleibt bloß da bei uns, weil wir sagen, nein, so sollte es nicht sein. Und das, den Widerstand auch zu fühlen, ne? Weil dann kommt der Kopf und sagt, oh, ich sollte nicht im Widerstand sein. Oh, da ist Widerstand. Yeah, der darf jetzt auch sein. Ich fühle ihn. Ich bin aber der Herr hier im Hause. Ich entscheide, ja. Das finde ich nochmal, das ist ein ganz anderer Prozess als dieses, ich bin hilflos meinen Gefühlen ausgeliefert. Nee. Ah, das hast du jetzt so schön gesagt. Und das ist die Freiheit. Ich darf frei wählen. Ich darf alles leben und egal, ob ich dann weniger hoch schwinge oder was auch immer der Druck und der Kopf in uns sagt, je nachdem in welchen Kreisen wir sind, doch ich glaube, dass ich sage immer, die Natur macht es uns ja vor, da gibt es nicht nur ein Stürmchen, da gibt es auch einen Sturm und die verschluckt auch manchmal Menschen und ich glaube, in uns ist es einfach gleich und ich erlebe in deinen Liedern so viel Verbundenheit und ich glaube, ist das ein Wert, der dir wichtig ist? Auf jeden Fall, weil, also das ist etwas, wo ich so, es gibt viele tolle Erkenntnisse, die ich für mich hatte. Ich habe vor vielen Jahren den Song gesungen, Alles ist eins. Und ich gebe zu, dass ich ihn gar nicht richtig verstanden habe, als ich ihn damals geschrieben habe. Aber, dass wir wirklich alle eins sind, ja, dass niemand da draußen, ich habe einen Song auf dem neuen Album, der heißt Niemand. Und da heißt es immer, unsichtbare Fäden verbinden dich zur rechten Zeit mit genau dem Mensch, der dir hilft, dich zu befreien. Und wenn ich so durch das Leben laufe, dann weiß ich, jeder, der mir begegnet, ja, besonders die, die mich antriggern, das sind einfach die, die mir helfen wollen, dass ich noch mehr in die Liebe komme. Und schon hört es auf, dann hört auch auf, ja, der ist ein Trottel und der ist schuld zu weisen, da und das, sondern... Und das habe ich, habe es gerade in meinem letzten Impulsbrief, habe ich über dieses Thema geschrieben, wo mich jemand wirklich angetriggert hat. Das erste war Wut, Empörung, ja. Und ich aus dieser Wut wollte ich sofort zurückschreiben und mich rechtfertigen. Und dann habe ich mittendrin gedacht, denk an diesen Song. Unsichtbare Fäden, ja. Wir sind verbunden. Dieser Mensch will mir helfen. Und dann habe ich meine Wut gefühlt. Und unter der Wut lag Verletzung. Und dann habe ich diesen Schmerz gespürt und auf einmal war Liebe da, ganz ruhig, nachdem ich eben durch diese ganzen Gefühle einfach durch bin. Und dann habe ich nur ein Herz unter seinen Kommentar gemacht und habe geschrieben, danke für deine Gedanken. Und das ist eine meiner wertvollsten Erkenntnisse. Ja. Da draußen ist niemand mein Feind. Ja. Die anderen zeigen mir einfach, oh, fehlt bei mir noch Liebe, wo ist noch etwas noch nicht in der Heilung gewesen. Und genau, deswegen dieses Verbundenheit, es wäre eine Lüge zu sagen, wir sind getrennt, die Körper sind getrennt, aber der Geist ist komplett eins. Und das zu erkennen, da das ist jetzt, wo ich 60 geworden bin, das ist eine meiner wertvollsten Erkenntnisse. Deshalb ist es ja so schön, wenn wir älter werden dürfen, sage ich immer. Nicht, oh Gott, ich bin ein Jahr älter. Nein, ich darf ein Jahr wieder älter sein, weil das einfach auch die Gelassenheit bringt über die Erkenntnisse und das, ja, im Grunde genommen ist die Liebe, es ist so einfach, doch wir tun uns da so schwer, weil einfach so viele Schranken vor uns gestellt wurden oder wir sie vor uns stellen haben lassen. Mhm. Ja. Genau, wir haben sie vor uns auch gestellt. Also wenn ich jetzt wirklich in diese Macht hineingehe, mal reinfühle, mit der wir alle verbunden sind, die in uns ist, ja, und dann hört bei mir... Also ich habe mich wirklich jahrelang als Opfer auch gefühlt. Warum ist mir das jetzt passiert? Oh nee, nicht schon wieder mir.
Und ich habe gemerkt, ich komme damit nicht weiter. Das ist etwas Altes, was auch im Kollektiv ist, was auch in der Ahnenlinie drin ist. Und da immer wieder rauszukommen und zu spüren, hey, was wäre, wenn ich derjenige bin, der hier die Fäden in der Hand hat? Und nichts kommt in mein Leben, dem ich nicht zugestimmt habe. Und das holt mich sofort in eine andere Energie. Dann fühle ich, was gibt es zu fühlen? Ich muss ja gar nicht mehr sagen, warum ist es passiert und etc. Wenn du einmal anfängst zu graben, wirst du ewig viel finden. Aber im Jetzt, einfach im Jetzt. Jetzt ist da Wut, jetzt ist da Trauer, jetzt ist da Schmerz. Ich fühle es. Und dann gehe ich weiter. Und das holt mich, lässt mich meine Macht wieder zurückholen, die ich abgegeben habe. Du hast jetzt für mich ganz was Wertvolles gesagt. Eben, ich glaube, viele Menschen, auch die uns vielleicht zuhören, verlieren sich manchmal, und das habe ich mich ja auch in diesem Graben, und ich muss den Grund finden und das Warum und weshalb und was habe ich dann vielleicht noch falsch gemacht. Und das ist, das Warum führt nicht in das Wie. Und dieses Fühlen ist ja dieses Weibliche. Und das macht natürlich Angst. So habe ich es erlebt. Oh Gott, da ist keine Grenze, da ist nur Weite. Doch wenn wir das mal geschafft haben, dann werden wir wirklich die eigenen Therapeutinnen unserer selbst und auch die Schöpferinnen und Schöpfer. Und das war jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz wertvoller Satz, der vielleicht bei ganz vielen Zuhörern auch etwas in die Bewegung bringt. Und darf ich dich fragen, wie du deine Lieder schreibst? Ist das auch eine Art Channel oder wie verbindest du dich oder lässt du es durch dich fließen? Die meisten Lieder sind wirklich im Urlaub entstanden, wenn ich nicht zu Hause war. So in diesem, oh, jetzt ich laufe mal am Strand entlang oder ich bin in den Bergen oder genau. Und ich habe gemerkt, wenn ich still werde, ja, wenn ich still werde und ich habe das Blatt Papier, der Impuls ist irgendwie gekommen und dann fange ich einfach an zu schreiben. Und ich habe wirklich schon Lieder gehabt, wo ich danach gedacht habe, wer hat jetzt das geschrieben? Also manche Lieder fließen durch, andere brauchen längere Prozesse, wo ich merke, boah, da komme ich jetzt nicht weiter. Dann gebe ich das wieder ab, bis der nächste Impuls kommt. Mit Druck geht natürlich gar nichts. Ja, dieses, ich schreibe jetzt einen Song, da kann ich lang drauf warten. Es kommt einfach, wenn es Zeit ist, genau. Und wenn wieder irgendwo ein Thema hochkommt, wo ich merke, boah, darüber würde ich jetzt gerne ein Lied schreiben. Und dann geht es auch einfach. Also diesen Prozess mag ich sehr gern, wenn die Worte fließen, wenn sie kommen und dann kommt noch ein bisschen Inspiration. Also es gibt Menschen in meinem Leben, wenn die etwas sagen, ich schreibe es einfach mit, weißt du, wo ich denke, oh, ja. Und dann kommt da wieder ein Satz raus und so sind diese 60 Lieder jetzt entstanden. Das ist wirklich der Hammer, ja, was in den letzten Jahren entstanden ist. Es sollte so sein. Ich habe dann irgendwann gemerkt, also nach dem dritten Album, das ist so lustig, nach dem dritten Album habe ich geschrieben, mit diesem dritten Album schließt sich nun der Kreis. Ich dachte, ich habe fertig, ja, das war's jetzt. Und es kam ganz anders. Ein Jahr später war der Impuls da, nee, ich mache weiter. Und dann kam das vierte Album, jetzt das fünfte. Also das liegt nicht in meiner Hand, ob es jetzt noch ein Album gibt. Das gebe ich komplett an mein höheres Selbst ab, ja. Aber schön 60 Jahre, 60 Lieder. Ja, das ist wirklich, ja. Das hatte mir auch letzte Freundin gesagt. Was, du hast 60 Lieder geschrieben? Mhm. So schön. Und die Musik, also die Töne, oder komponierst du dann auch die Melodie dazu selbst? Also es ist so, dass ich die Melodie im Kopf habe. Dann singe ich die auf mein Handy rauf und dann gehe ich ins Tonstudio und dem Musiker singe ich das dann vor. Der setzt sich ans Klavier oder an die Gitarre und so entstehen die Songs. Manchmal höre ich irgendwo einen Rhythmus, wo ich sage, boah, diese Drums gefallen mir gut. Dann bringe ich sie mit und ich arbeite auch zu Hause mit so einem kleinen Musikprogramm mit Logic, wo ich so Loops habe, fertige, wo ich also mal schauen kann, wie es ungefähr klingt, genau. Aber die meisten Sachen sind einfach im Kopf. Ich bin kein Musiker, ich kann keine Gitarre spielen. Nur, also, das habe ich mal vor 30 Jahren ein bisschen versucht, da ist nicht viel rausgekommen. Und ich kann auch keine Noten lesen, also ich mache alles aus dem Bauch raus. Ja, ich werde jetzt gefragt, sie denken, oh, die Sängerin. Ich sage, Leute, ich mache es einfach aus dem Bauch raus, genau. Ja, das kommt auch rüber, also dieses Intuitive, und ich kann mir vorstellen, das muss etwas wunderbar sein, wenn ein Lied geboren ist dann, oder? Ja. Also das wirklich das Allerschönste, also wenn der Text fertig ist, dann bin ich schon glücklich, wenn ich so eine Melodie habe, aber der schönste Prozess ist, wenn ich im Tonstudio bin.
Und du merkst auf einmal, boah, aus diesen Worten wird dann eine Melodie und da kommt Musik dazu und die Streicher und das Klavier und auf einmal lebt dieses, ja, es wird geboren, wie du gesagt hast. Das ist ein wirklich ein wundervoller, kreativer, schöpferischer Prozess, genau. Ja, und für uns alle, das ist ja wirklich, ich glaube, für das Kollektiv einfach. Wenn du gebärst, dann können wir alle daraus schöpfen. Und das ist so schön, wenn jede Frau gebärt oder jeder Mann nicht, können wir alle voneinander schöpfen. Da sind wir wieder bei diesem Verbundensein. Und, ja. Ja, wir haben alle unsere Gaben mitbekommen. Alle. Ja. Der Kopf sagt manchmal, ah, ich muss jetzt genauso singen wie die oder ich muss ein Maler werden. Hey, unsere Gaben sind da, wo unsere Freude ist, das, was uns Spaß macht. Ja. Und es gibt eine Frau, hat mal zu mir gesagt, ich habe gar keine Gaben, ich habe gar nichts. Und dann irgendwann war ihr klar, sie hört gerne zu. Ja. Weißt du, und wer kann heute schon wirklich noch zuhören? Und dann wurde sie eine Lauscherin und die Menschen kamen zu ihr. Und das, wir haben alle unsere Gaben und der Kopf sagt, du hast keine. Das ist totaler Schmarrn, das ist totaler Schwindel. Ja. Einfach gucken, was macht mir Spaß? Bin ich gerne mit Kindern zusammen? Bin ich gerne in der Natur? Und dann immer wieder abgeben. Hey, zeig mir, wo willst du mich hinhaben? Ich habe keine Ahnung, wozu etwas dient. Ich sage bloß immer, ich will zurücktreten, auch bei diesem Gespräch. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt heute sage. Führ du mich, ja? Mach du das für mich. Und diese Anbindung, der habe ich jahrelang nicht vertraut. Und das kommt und das macht mich sehr, sehr glücklich einfach. Es einfach, auch wenn ich Auftritte habe, weißt du, der Kopf sagt, du brauchst ein Konzept, was sagst du zu den Leuten? Ich so, bla, bla, bla. Anfangs habe ich ihm noch ein paar Stichpunkte hingegeben, da habe ich nie reingeschaut. Ich gehe auf die Bühne und ich fange an zu reden, ja. Und das meine ich damit, wenn wir aufhören zu kontrollieren, zu planen groß, sondern uns wirklich mal dem hingeben, was wir wirklich sind, dann können echt diese Wunder geschehen, ja. Ja. Das passiert, ich habe auch keine Fragen vorbereitet und nichts, weil ich dem vertraue, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube auch für alle, die zuhören, wenn ihr die Erfahrung macht, dass ihr wirklich euch einfach führen lässt, dann wächst auch das Vertrauen. Und ich glaube, die Investition in das Urvertrauen ist jetzt die neue Währung. Und die Freude ist für mich wirklich die Zwillingsschwester der Liebe, weil durch die Freude leben wir die Liebe. So habe ich es empfunden. Weil Liebe ist manchmal so ein großer Begriff. Durch die Freude, daran können wir die Liebe einfach messen. Und die kommt einfach bei jedem deiner Worte. Und ich mag natürlich auch deine Stimme. Die hat schon so einen Wiedererkennungswert rüber. Und sie öffnet Herzen, damit ich dann auch das transportieren kann, was ich einfach vorhabe. Und dafür danke ich dir wirklich aus tiefstem Herzen. Ja, das ist dich. Und gibt es eine Intention oder hast du eine Absicht, hast du eine Botschaft für die Welt? So einen Titel von deinen ganzen 60 Liedern, wo du sagst, das will ich hinterlassen, wenn ich gehe. Zum einen natürlich die ganzen Lieder, die Botschaften, aber gibt es wirklich etwas ganz Konkretes? Also es ist nach wie vor diese lieb dich und leb. Ja. Mit diesem einfachen Satz ist für mich alles gesagt. Lieb dich und leb. Lieb dich so, wie du bist. Ja. Mit allem, mit Höhen und Tiefen, mit jedem Gefühl. Und du wirst merken, dass da ein Frieden kommt. Es ist ja das annehmen, was ist. Sag ja, statt immer nein. Und vor allen Dingen glaub nicht allem, was du denkst. Ja. Weil wir merken es sofort. Entweder ich folge dem und dann geht alles auf mein Herz und es wird weich, dann weiß ich, das ist die Wahrheit. Oder es wird alles schwer, es kommt Schmerz und ich weiß, oh, mein Ego hat wieder zugeschlagen. Und genau, ich das einfach immer wieder zu entscheiden, fühlt es sich gerade leicht an oder schwer? Ah, guck mal, ich habe wieder einer Lüge geglaubt, die überhaupt nicht stimmt, ja. Und dann es einfach ersetzen wieder. Fühlen erstmal, nicht gleich wieder in den Kopf gehen, fühlen, das Gefühl fühlen und danach sagen, und diesen Gedanken gebe ich jetzt wirklich ab, ich brauche ihn nicht mehr. So mache ich es halt mit meinen Gedanken, wo ich merke, oh, da ist der Gedanke, ich bin ein Loser oder ich kriege das nie gebacken. Den habe ich jetzt lang genug genährt, den brauche ich nicht mehr. Höre selbst, heile du den in meinem Geist, weil da ist er zuerst gekommen. Alles entsteht doch zuerst, die Gedanken, ja, im Geist, und dann kommt das Gefühl dazu und dann fangen wir an zu handeln. Und
Ja, so ein bisschen. Also ich liebe es einfach, achtsam zu sein. Was denkt es gerade in mir? Weil der Gedanke kam und dann, bäm, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß, dass diese Glaubenssätze, diese unfassbaren Glaubenssätze, die so grotesk sind, das sind wirklich Lügen, ja. Wirklich Lügen. Und ich kann echt entscheiden, will ich dieser Lüge jetzt glauben wieder oder höre ich jetzt endlich auf damit? Es kommt keiner, der zu mir sagt, du musst aber so denken. Es kommt keiner. Ja, ich entscheide das. Und ja, einfach mal noch mehr nach innen schauen. Der Schatz ist im Innen, eindeutig. Alles geht von innen nach außen. So wertvoll. Und ja, mit den Glaubenssätzen habe ich mich auch erstmal ertappt. So dieser Glaubenssatz, es ist mir alles zu viel. Den habe ich vollkommen gestrichen. Ich habe viel mehr Energie zur Verfügung. Und ich mache ja auch ein Seminar in 2 Wochen, das heißt dann Glaubenssätze D. Und ich habe für mich erkannt, wenn wir den Big Boss der Glaubenssätze rausfiltern, dann kommt die ganze Mannschaft dazu. Und wie du sagst, der ganze Alltag ist voll mit Glaubenssätzen. Ich kann entscheiden, deshalb kommen wir wieder auf dieses Lied zurück, eben, was will ich glauben und wem gebe ich nach und wem folge ich? Und ja. So das, schön. Ja, das ist echt. Manchmal kommt es mir vor, wie ich arbeite immer in Bildern, also ich brauche Bilder und ich sehe dann immer lauter Kinder, die wie in so einem Theater sitzen und dann kommt einer rein und der Mann ruft, ihr seid alle nichts wert, ihr taugt nichts. Und es liegt an mir als Erwachsene hinzugehen, dieses Kind an den Arm zu nehmen und sagen, den Schmarrn hören wir uns nimmer an, wir gehen. Ja, und ich kenne auch diese Sucht wirklich wie eine Sucht nach Leiden, weil es vertraut ist. Wenn man ganz, ganz tief ehrlich ist in sich drin, ja, besonders wir Frauen, wir kennen diese Sehnsucht nach Leiden. Boah, und ich kann das auch, glaub mir es ja. Manchmal springe ich auch nochmal auf den Zug auf, aber dann merke ich, wow, ey, da ist er gerade wieder. Das ist so eine richtige Sehnsucht des Egos, es will Recht haben, es ist jetzt alles so schlimm. Ja. Und das auch mal zu fühlen, es geht echt wirklich in die Tiefe, wie ehrlich bin ich mit mir. Was denke ich, was glaube ich jetzt, was ich für einen Profit habe, wenn ich jetzt so richtig negativ drauf bin? Was gibt mir das gerade? Ah ja, das ist ein Gefühl, das kenne ich. Ohnmacht, Hilflosigkeit. Ja, okay, ich fühle es. Bin ich das wirklich? Und da kommt immer ein Teil von mir, der sagt, nein, natürlich bist du es nicht. Und es geht wirklich abgrundtiefe Ehrlichkeit, radikale Ehrlichkeit, wie meine Freundin Anja Reich immer sagt, radikale Ehrlichkeit, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich glaube, das ist das, was ich auch an den Menschen am meisten wertschätze. Wenn sie auch sagen, das habe ich noch nicht verstanden, erklär es mir nochmal zum Beispiel. Oder da kann ich noch nicht drüber stehen. Oder dieses menschlich zeigen, dieses radikal ehrlich deine Gefühle beschreiben und sagen, ja, manchmal bin ich wirklich lieber Opfer wie Schöpfer. Ja. Ja. Ich gern den Finger auf all diese. Und das liebe ich an den Menschen, weil ich mir denke, ja, wir sind hier, um uns zu entwickeln, zu entfalten und im Grunde genommen zu erwachen und diese Leichtigkeit oder auch diese Freude da mitzunehmen. Und dieses Bild gefällt mir total gut mit diesem Theater. Und genau, aber dazu müssen wir endlich bereit sein, erwachsen zu werden. Genau, genau. Das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit, dass wir wirklich nachbeeltern und unserem inneren Kind all das geben, was es nicht bekommen hat und nicht die Eltern ein Leben lang dafür verantwortlich machen. Nein. Ich bin es, die entscheidet und ja. Ganz wundervoll gesagt, genau so ist es. Ja, wir dürfen erwachsen werden. Ich werde mir jetzt sofort natürlich das nächste Album kaufen. Das geliebt. Ute, an alle, die zuhören, kann man das irgendwo downloaden oder gibt es noch CDs? Oder? Also auf meiner Homepage uteulrich.de, da direkt auf der Startseite gibt es 2 Möglichkeiten, entweder die Hardbox zu bestellen oder es als Download zu erwerben. Es gibt alles direkt auf der Frontseite ist es drauf. uteulrich.de, Ulrich mit 2 L. Das werden wir machen. Gibt es sonst noch was? Wo bist du als nächstes, wo wir dich live hören können? Oder hast du, keine Ahnung, hast du T-Shirts oder gibt es noch was? Du, das ist witzig, dass du jetzt mit den T-Shirts fragst. Da bin ich jetzt echt gerade, letztens hat mich jemand drauf angesprochen. Vielleicht gebe ich das nochmal ab, dass es noch leichter in die Umsetzung geht, ja, mit meinen Texten einfach da.
Wer weiß, es ist schon im Feld, spüre ich. Ich bin jetzt Ende April bei uns in Schleswig-Holstein, gebe ich ein Konzert. Dann bin ich im Mai bei Anke Ewerts auf ihrem Event in Erding, Bayern. Und im Sommer mache ich eine kleine Tour, da bin ich im Schwarzwald, da bin ich in Tirol, bei Hall und noch im Allgäu und in Mecklenburg-Vorpommern. Und später komme ich noch im September nach Salzburg. Also ja, ich freue mich. Es macht immer Spaß, unterwegs zu sein. Also ich werde sicher irgendwann auf einem Konzert bei dir vorschreien. Und das wäre der Hammer. Ich würde mich riesig freuen, Miriam. Vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht laden wir dich auch mal nach Südtirol ein oder du hast Lust, zu uns zu kommen und vielleicht ergibt sich was. Ich weiß, dass das Leben immer, im Leben gibt es keine Fehler, das Leben führt eh immer alles richtig zusammen, wenn wir vertrauen und loslassen und doch das wäre wirklich ganz, ganz was Schönes. Und jetzt, wo ich dich einfach nochmal live erlebt habe, haben die Lieder für mich noch einmal mehr Tiefe gewonnen und wo ich merke, wow, jetzt dürfen wir genießen. Also es ist einfach ein Genuss und für mich immer wieder eine Erkenntnis. Und eine Erkenntnis ist für mich jedoch nur eine Erkenntnis, wenn ich sie auch umsetze. Und das wünsche ich mir so sehr, dass auch deine Lieder dazu beitragen, dass die Menschen es nicht nur hören und sagen, schön, sondern das nehme ich jetzt und mach was draus. Ist dir das auch ein Anliegen? Ja, selbstverständlich. Ja, also ich gebe die Lieder raus. Und ich schaue immer, ich sage einfach mein höheres Selbst, hey, wenn du möchtest, dass die Lieder den Menschen weiterhelfen und sie unterstützen, dann hilf einfach und trag sie weiter in die Welt hinaus. Weil ich weiß, ich weiß, dass sie helfen. Allein von den unzähligen Rückmeldungen, die letzten Jahre gekommen sind, ich weiß, dass dies mehr ist als nur ein Lied. Deswegen auch meine Konzerte sind mehr als ein Liederabend. Das sind für mich immer musikalische Seminare, genau. Das hast du schön gesagt. Und die Therapie. Und Therapie dürfen wir auch neutral bewerten in diesem Sinn. Und also für mich auf jeden Fall, für viele Menschen, die es hören auch, die fragen immer wieder, wer ist diese Sängerin? Und natürlich leite ich das weiter. Und deshalb möchte ich mich nochmal von ganzem Herzen bedanken, dass du Ja gesagt hast durch meine spontane Anfrage. Und dass ich dich kennenlernen durfte. Es ist wahrlich ein Segen und ein Riesenreichtum für mich im Leben und für viele sicher andere, die auch zuhören und die wirklich jetzt mit uns die Zeit verbracht haben und uns die Zeit schenken, uns auch zuzuhören. Und in diesem Sinn übergebe ich dir noch das Abschlusswort und danke dir aus tiefstem Herzen. Oh, liebe Miriam, vielen, vielen Dank für das berührende Gespräch. Ich habe von Anfang an so eine Verbindung gespürt und ich spüre, dass dieses Gespräch mit uns etwas bewegt. Und ich freue mich für jeden, der hier vorbei lauscht, vorbeischaut und lasst uns einfach das hinaustragen, was wir wirklich sind. Lasst uns erinnern an diese wundervollen Geschöpfe, die wir sind. Mit Licht, mit allem zusammen, genau. Ja, vielen Dank und folgt der Ute Ulrichs überall, wo ihr sie finden könnt. Und leben wir in dem, wie sie gesagt hat, lieb dich und lieb. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich sage danke.